Guten Tag und heute geht es Richtung Süden Mallorcas. Da schauen wir uns ein paar Höhepunkte der südlichen Region der Insel an. Was sehen wir heute? Wir schauen uns Valldemossa an, das schon von den Königen Mallorcas geschätzt wurde. Und wir fahren nach Palma de Mallorca, was ich Ihnen auch ganz genau zeigen werde. Gotische Kathedrale La Seu und der Königspalast Almudaina. Sehr schöne Gebäude. Der Name Balearen bedeutet Steinwerfer. Und das ist das Symbol, das ist ein Mann in der Pose des Steinwerfers. Wenn Sie sich vorstellen, das hier, überall, bis dahin ging damals das Meer, bis an die Stadtmauer. Und das alles hier, alles, die ganze Straßen etc., was Sie da sehen können, das alles wurde künstlich erweitert. Nur dieser kleine See hier wurde erstellt, um zu verdeutlichen, bis wohin damals das Meer wirklich gereicht hat, bis an die alte Stadtmauer, die natürlich zur Verteidigung gedient hat. Zurück am Bus geht es jetzt weiter nach Valldemossa. Hier dürfen wir ein paar typisch mallorquinische Kräuterliköre probieren. Also, ich trinke nichts. Aber unsere Gäste hier dürfen mal kosten. Da sind verschiedene Geschmäcker dabei. Aprikose, Anis, Malaga und mehr. Das hier kann man an sich die Hauptstraße in Valldemossa nennen. Es gibt nicht viele große Straßen hier, doch das ist an sich die größte und hat auch den meisten Verkehr. Hier kann man viel shoppen, auch Souvenirs. Man kann in Bars, in Restaurants, Cafés, es gibt alles hier. Ich laufe hier jetzt durch den extra angelegten Rosengarten. Eigentlich hätte es diesen Rosengarten gar nicht gegeben, doch irgendwann wurde aufgehört, an dem Kartäuserkloster weiterzuarbeiten, anzubauen. Und dann dachte man sich, da machen wir einen Rosengarten draus. Und deswegen hat man hier jetzt einen Rosengarten. Übrigens hatte ich Ihnen vorhin erzählt, dass die Könige Mallorcas Valldemossa schätzten. Und es liegt ganz einfach daran, dass hier immer schön angenehmes Klima herrscht. Übrigens kennen Sie vielleicht Valldemossa bereits durch den Komponisten Frédéric Chopin und seine Geliebte George Sand.
Die lebten hier nämlich im Winter 1838-39 rum und zwar in einem ehemaligen Kartäuserkloster. Und hier ist auch eine Büste von Frédéric Chopin. Ich stelle mir das Leben hier sehr angenehm vor. Vor allem ist es auch sehr ruhig, wie Sie ja schon selbst auf der Hauptstraße hören konnten oder eben nicht hören konnten. Es ist ein wirklich ruhiges, angenehmes Leben hier oben und es ist auch wirklich schön warme Luft. Ich meine, es hat ein bisschen geregnet, aber das merkt man gar nicht. Es ist wirklich schön angenehm hier. Was sagen Sie? Würden Sie gerne in Valdemossa leben, wohnen? Schreiben Sie das auch gerne in die Kommentare. Hier sind wir in Port d'Entrage. Man kann schön den Hafen hier sehen. Und auch die ganzen Gebäude, die ganzen Häuser, die in die Hügel reingebaut wurden. Hier ist auch eine fast kreisrunde Bucht. Dementsprechend ist das Wasser hier auch schön ruhig. Und ja, ein idyllisches Örtchen. Können Sie den Regenbogen sehen? Hier entlang. Wir haben heute so viele Regenbogen gesehen und auch verschiedene, tatsächlich in verschiedenen Formen und Größen. Und ja, das kommt dann, wenn ich extra das Regenbogenpaket buche. Spaß beiseite, aber es ist echt schön, dass neben dem bisschen Regen, was wir heute hatten, auch wirklich nochmal ein bisschen Farbe in den Himmel kommt, eben durch unsere schönen Regenbögen hier. Da kann man sogar noch ganz leicht den doppelten Regenbogen sehen. Und das war der dritte Tag, Höhepunkte des Südens bei der Reise So schön ist Mallorca. Morgen ist dann die letzte Reise dran, der letzte Part. Und zwar Höhepunkte des Ostens Mallorcas. Da werde ich sie natürlich auch wieder mitnehmen. Und ich hoffe, Ihnen hat der heutige Tag gefallen. Wir sehen uns dann beim morgigen Tag. Angekommen in Porto Cristo. Beginnt auch schon der letzte Ganzausflugstag heute. Heute werden wir östliche Regionen Mallorcas besuchen. Darunter werden wir eben hier starten in Porto Cristo und werden mit einem Katamaran nach Cala Mayor fahren. Dadurch kann ich Ihnen dann auch ein paar Blicke nicht nur vom Land zum Meer, sondern eben auch umgekehrt vom Meer zum Land zeigen. Des Weiteren werden wir die Höhlen in Hams besuchen. Das sind Tropfsteinhöhlen. Danach geht es weiter nach Cala Figuera und als letzten Punkt für heute werden wir den Klosterberg San Salvador besuchen.
So, und schon ist die Katamaranfahrt vorbei. Wie fanden Sie die Fahrt und wie fanden Sie das Unterdeck? Durch Cala Mayor sind wir nur zum Bus gelaufen. Hier sind wir jetzt bei den Coves de Arms angekommen. Das sind Tropfsteinhöhlen. Und kennen Sie übrigens den Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten? Schreiben Sie das gerne in die Kommentare. Die Angelhakenhöhlen oder Coves de Lams sind ca. 30 Meter tief und 500 Meter lang. Und ungefähr haben sie immer eine Temperatur von 20 Grad konstant. Feuchtigkeit in diesen Tropfsteinhöhlen beträgt übrigens ca. 70-80%. Dementsprechend fühle ich mich auch gerade. Dieses Tropfsteinhöhlensystem war das erste, in dem von Anfang an Elektrizität für Licht genutzt wurde. Wie Sie auch hier sehen können. Das bedeutet, das ist auch eines der saubersten dadurch, da eben keine Fackeln verwendet werden mussten und somit auch nirgends Ruß an den Wänden ist und somit die Wände eben schmutzig sind. Dementsprechend sieht das alles schön hell hier aus. Und hier können Sie den Höhlensee sehen. Er ist schön auch beleuchtet. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, rüber zu schwimmen. Ja. Natürlich nicht, aber sehr schön gemacht. Das waren die Coves de Lams. War auf jeden Fall sehr schön, auch mit der Show-Einlage bzw. Musikeinlage und der Lichtshow. Und für uns geht es jetzt weiter nach Cala Figuera und da werde ich Ihnen auch mal die schöne Gegend zeigen. Wie hat Ihnen denn die Tropfsteinhöhle gefallen? Ja, ganz super. Vor allem also das Konzert. Die war sehr gut mit Konzert. So was habe ich noch nie erlebt. Ja, die Lichterschau war auch sehr schön. War sehr gut. Sehr schön. Ja, wirklich. Sehr schön. Wunderbar, freut mich. Vielen Dank. Hier ist die Bucht von Cala Figuera. Wie auf einer Postkarte. Hier im Hafen legen dann am Nachmittag, späten Nachmittag, die Fischerboote an und bringen den frisch gefangenen Fisch nach Cala Figuera. Und für den perfekten Kontrast und das Ende des heutigen Tages geht es jetzt noch zum Klosterberg San Salvador.
Meisterberg San Salvador, der übrigens 500 Meter über dem Wasserspiegel liegt, gehen wir jetzt auch schon ins Kloster hier. Und hier sieht man eine Steintafel, die das letzte Abendmahl zeigt. Und es wird gesagt, dass das wohl die letzte Steintafel sein soll, die eben dieses Abendmahl zeigt. Ich möchte jetzt hier auch nicht zu laut oder zu viel reden. Ich glaube, das wäre hier einfach nicht angebracht. Daher werde ich jetzt einfach die Bilder sprechen lassen. Ich konnte auch nur ansatzweise vermitteln, wie schön es da drin ist. Und ja, das war auch eine kleine Überraschung mit dem Gesang, mit der Aufnahme und der kleinen Lichtershow, wenn man es so nennen möchte, am Altar. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und diese Statue stellt Jesus als König dar. Das können Sie hier an dieser Inschrift vielleicht erkennen. Christus Rex. Rex, das lateinische Wort für König. Wir können auch mal hier schauen. Ein kleines Monument in der Mitte. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Dort steht hier: Tu Rex Gloriae Christi. Was so viel bedeutet, also frei bedeutet: Du glorreicher König Christus. Meine Lateinstunden in der Schule sind zwar schon ein bisschen vorbei, aber dafür hat es auf jeden Fall noch gereicht. So, das war der Klosterberg San Salvador. Ich hoffe, Ihnen hat die Reise bisher gefallen. Das war jetzt der letzte Ausflugspunkt für diese Reise, so schön ist Mallorca. Ich hoffe aber auch, dass Ihnen das neue Videoformat gefallen hat. Hinterlassen Sie dazu gerne einen Kommentar unter dem Video. Wenn Sie weitere Infos über die Reise möchten, so schön ist Mallorca, finden Sie sie auf unserer Website www.lebenslust-touristik.de. Was hat Ihnen am meisten gefallen an dieser Reise? Was hat Ihnen am meisten gefallen im Süden, im Westen, im Norden oder im Osten? Hinterlassen Sie auch gerne dazu einen Kommentar. Und wenn Ihnen die Reise und das neue Video gefallen haben, dann nicht vergessen, uns einen Daumen hoch für das Video zu geben und den Kanal zu abonnieren. Dann verpassen Sie auch kein neues Video mehr. Ja, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Video oder bei der nächsten Lebenslustreise. Und mich ruft schon wieder die nächste Reise.